Hallo zusammen, wir sind heute wieder im Surf and Racket Club. Ich hatte es ja bereits angedroht, hier sind einige deutsche Profi-Triathleten untergebracht. Heute besuchen wir den Andy Rählert. Und also ich habe heute Rücken und Kreislauf und jetzt schauen wir mal, wie es um seine Gesundheit bestellt ist, nachdem er ja im Frühsommer einen Ermüdungsbruch hatte. Andi, ganz viele in Deutschland wollen, glaube ich, wissen, wie es um deine Gesundheit so kurz vor dem Rennen jetzt bestellt ist. Wie geht's dir denn und wie fit bist du? Also mir geht's eigentlich ganz gut. Ein, zwei Problemchen habe ich noch, aber ich hoffe, dass ich bis zum Renntag die auch noch im Griff bekomme. Okay, nach dem Ironman Kopenhagen hast du gesagt, du wirst also einfach weiter trainieren. Das ist so ein bisschen Tanz auf Messerschneide. Es klappt entweder nach einem Ermüdungsbruch oder es klappt nicht. Konntest du voll durchtrainieren? Also ganz voll durchtrainieren konnte ich nicht. Ich habe immer noch versucht, diesen Spagat zu finden, dass ich mir nicht diesen Ermüdungsbruch, den ich hatte, dann wieder aufbrechen lasse. Und von daher denke ich mal, ist es mir ganz gut gelungen. Und jetzt stehe ich hier und bin eigentlich sehr glücklich, weil wenn ich die Prognose von den Ärzten genommen hätte, Anfang des Jahres, dass die Saison vorbei war, wie gesagt, bin ich überaus dankbar, dass ich hier stehen kann. Wie lange bist du tatsächlich gar nicht gelaufen? Oh, das muss ich ein bisschen rechnen. Ich glaube, 3, 4 Monate bin ich gar nicht gelaufen, konnte aber mit dem Schwimmtraining und mit dem Radtraining etwas ausgleichen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ein bisschen Rückstand im Training, klar, habe ich mir eingefahren. Letztes Jahr war die Saison etwas holprig. In diesem Jahr stehe ich vor dem gleichen Problem. Letztes Jahr war ich überaus glücklich mit dem Resultat hier in Kona. Ob es mir in diesem Jahr nochmal gelingt, da bin ich selber überrascht, aber ja, die Motivation ist nach wie vor ungebrochen. Das ist auf jeden Fall immer gut, wenn die Motivation stimmt. Wenn man so rumhört, gibt es, glaube ich, so zwei Meinungen zu deiner Verletzung. Die einen sagen, es könnte unter Umständen sehr gut sein, dass du nicht so viel trainieren konntest, weil du ausgeruht an den Start gehst. Die anderen sagen, na, für ein Podium ist es natürlich extrem schwierig, weil wenn alle super top durchtrainiert haben, dann wird es nicht leicht. Aber wie siehst du das? Ja, also meine Motivation ist ungebrochen und mein eigener Anspruch ist nach wie vor der gleiche. Ich muss realistisch sein. Trotz alledem, dass die Kilometer fehlen, weiß ich, dass das Rennen hier in meinem Kopf entschieden wird. Das sagt man jedes Jahr, das wissen alle. Und ich muss in diesem Jahr wieder vom Kopf her unglaublich arbeiten und den Körper ein Stück weit überlisten. Okay, Spatzen pfeifen ist auch schon ein bisschen so von den Dächern, dass du schon wieder oder wieder ein neues Fahrrad auch hier für Kona mitgebracht hast. Darfst du dazu schon was sagen? Ist es irgendwie was ganz anderes oder wurden nur Nuancen am Rahmen geändert? Es ist richtig, Cube hat ein neues Zeitfahrrad zusammen mit Swisscide entwickelt und ich durfte den Prototypen jetzt schon mal testen und es ist mit Sicherheit eine große Weiterentwicklung. Am Ende des Tages sind es die Beine, das Herz und der Kopf, die das Rennen entscheiden. Aber du freust dich darauf, mit deiner neuen Maschine am Start zu stehen? Absolut. Also wenn es nicht laufen sollte, dann war mit Sicherheit nicht das Equipment schuld. Okay, letzte Frage. Trainingslagertechnisch warst du ja eigentlich die letzten Jahre viel unterwegs. Hast auch da dieses Jahr familienbedingt einen neuen Weg genommen? Hast viel in Deutschland trainiert? War das gut? Ich denke schon. Also vom Kopf her war es für mich eine komplette Neuausrichtung und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die letzten Jahre war ich 300 Tage im Jahr nicht daheim und dieses Jahr kann ich die Tage fast an einer Hand abzählen, die ich von zu Hause weg war und das Familienleben jetzt mit unserem Nachwuchs ist ganz toll. Okay, heißt das dann so ein bisschen, Trainingslager werden auch überbewertet? Man kann einfach auch zu Hause gut trainieren? Ich will nicht sagen, dass die Trainingslager überbewertet sind, aber man kann mit Sicherheit, wenn man sich wieder zurückbesinnt auf, wie man angefangen hat, auch daheim vieles abarbeiten. Okay, wunderbar. Dann wünschen wir dir für den 8. Oktober eine ähnlich große Überraschung wie letztes Jahr und dass du wieder vorne mitmischen kannst. Ja, danke schön.